Lauli stinkt hart nach Maggi. Sora stinkt. 3, 2, 1. Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator mit Miri und Balui. Und Katze ist Balui. Selbst deine Videos und machst das auch du teilweise, Miri? Manchmal mache ich das, wenn er nicht genug Zeit hat. Okay, Blaudi, hast du nachher noch Zeit für eine Aufnahme? Oh, dann hast du keine Zeit zum Schneiden. Miri, könntest du bitte die Sache von mir vorne ranschneiden, okay. Falls es noch auf der Aufnahme ist? Fies, fies, fies. Nein, ich glaube, danach habe ich leider keine Zeit mehr. Ist doch schon 22 Uhr, ist schon, ne? Ich muss ins Bett jetzt. 22 Uhr. Mhm. Wir haben unterschiedliche Definitionen von Uhrzeiten, aber das ist mir ja bei dir und bei Early. Es ist fast 22 Uhr. Siehst du? In anderthalb Stunden. 20:40 Uhr. Ja, das ist fast 22 Uhr, weißt du nicht, nein, was 22 Uhr ist? Nein, das ist fast 21 Uhr und selbst ja. Das ist schon ein weiter Stretch. Wenn du die Augen Stretch. So zukneifst, dann könnte ich das auch mehr. 22 sein. Dann ja, hey, habe ich erzählt, dass ich eine neue Brille gemacht habe bei mir. Ah, ne, hast du nicht erzählt. Auch auf der Dreamhack? Nee. Angepasst nee, an deine aber Ohren? Ich hab eine neue Brille bestellt, weil meine momentane hat so einen Fleck auf der rechten Brille, also einen Kratzer auf dem rechten Brillenglas. Ah ja, also Flecken macht man einfach, da muss man einfach hier ja, nee, einen Tuch nehmen. Ja, nee, das ist ein Kratzer aber tiefer. Tücher benutzt du ja nicht. Meine Brille also. Ist dreckig, ich brauche eine neue. Ja, Moment, ich hole Ihnen genau die gleiche nochmal. Ich habe die noch auf Lager. 200 Euro macht das. Geht nach hinten mit dem Lappen. Putz, hier bitte. Richtig gut. Nee, meine momentane Brille wird erstmal repariert, die ich jetzt gerade auf der Nase habe. Also da ist noch ein weiteres Glas bestellt worden und dann habe ich eine komplett neue Brille mit selbsttönenden Scheiben. Also selbst ah, doch, die Lasern. Hast du schon erzählt, ja. Ja, genau. Ja. Und so eine Dalu Gaming Brille habe ich auch noch dazu. Jetzt, ich kann mir die am Montag kann ich sie abholen. Cool. Dann ich hoffe, du schickst ein Massen Instagram Bild dazu. Ich denke ja. Ja. Schön. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen Vergütung. Sozusagen. Aber wollen wir mal so drüber das Thema reden? Wir können doch mal über das Thema nicht Zeit an sich. Das hatten wir ja schon. Aber vielleicht so ein bisschen über das Thema. Schlafengehzeit, Schlafrhythmen. Haben wir da nicht schon drüber geredet? Hatten wir nicht nur allgemein über das Thema Zeit geredet? Wir hatten Schlafrhythmus schon mal gesprochen, ja, wo Miri gemeint hat, dass oder sie... Nicht? Wo Miri meinte doch, Miri, du bist doch eine Tageule, also so eine Nachmittagseule, eher die Nachteule. Ja, ja gut, dann reden ja. Wir nicht darüber. Okay, aber schade. War ein netter Versuch, nee, ein ja. Thema ja. Zu recyceln. Das Problem ist, nicht jeder von uns hat Alzheimer-Opa, ne? Also ja, wir können über Alzheimer reden. Was ist das nochmal? Oh, das ist die schrecklichste Krankheit. Das ist die schrecklichste ja, ist Krankheit, auch. Die ich mir vorstellen kann. Das ist wirklich nicht schön. Nee, dann das einzig Positive daran wäre, dass ich wirklich meine Witze öfter erzählen könnte. Und ich sie auch selber zum ersten Mal wieder neu höre. Wo wohnen Katzen? In Mietshäusern. Und ja. Du weißt ganz genau, dadurch, dass du den Witz angestreut hast, kommt wieder Geld in deine Kasse, Blauli. Glückwunsch. Schlechte Witze, Katze. Die schlechte Witze, Katze. Katze. Katzenkatze. Am Ende des Jahres wird das Geld gespendet für Katzen. Na, wie das wäre geil. Es wurde mittlerweile hat Nisch versucht, mir die auch aufzuschwatzen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht funktioniert. Er kann nicht mein Grundgeschäftsmodell gegen mich verwenden. Weil wieso bei dir ist ja, das okay und bei mir nicht? Weil ich Blödsinn rede. Ich auch! Ja, aber dein Blödsinn ist nicht, weißt du, also du hast selten mal einen Treffer dabei. Ich bin ja schon geschult darin zu treffen, wenn ich sowas. Du laberst halt den ganzen Tag und hast mal so jeden 14. Satz hast du einen lustigen dabei, ne? Bei willst mir du ist sagen, ich 14. bin nicht lustig? Nicht lustig? Nee, ich will sagen, dass nur jeder 14. Satz von dir lustig ist. Aber ich bin lustig. Ja, Peter. Ja, lustig. Du bist ganz witzig. Ha, ja. Siehst du, Miri steht Die dazu. Meint deine Frisur. Fies. Finde ich jetzt gar nicht so fies, wenn ich ehrlich bin. Blauli McMauli. Ja. Ich bin Balui, nicht Blauli McMauli. Aber danke für den Versuch. Okay. Wie verfahren wir eigentlich mit Miris willkürlicher Sandburgsetzerei hier jetzt bei uns im Hof? Bleibt die doch Lebenszeichen da stehen? Ich mach das jetzt einfach immer random irgendwo Sandburgen hinsetzen. Oh, guck mal, wenn wir haben wieder 5.000. Da ist meine Schaukel aufstellen. Mal vor allem diese blöde Sandburg, wie teuer die war. Die Pferde können jetzt die Pferde kaufen. Wer um alles in der Welt kauft eine Sandburg für 200 Euro? Also. Wer braucht eine Sandburg auf seinem Bauernhof? Ich weiß nicht, die ist sehr teuer. Und warum? Wer dachte. Von aller Deko, die man machen kann, man braucht eine Sandburg auf einem Bauernhof. Also mal ganz ehrlich. Ja, vor allen Dingen, wer macht die so stabil, dass man die nicht mal umfahren kann? Ist halt eine krasse Sandburg. Okay, das ist der Zweitwohnsitz von Günther und Sandburg. Eine Betonsandburg ist das, okay.
Nein, der Zweitwohnsitz. Ich möchte ganz gerne $9,000 ausgeben dürfen. Hast du? Wir haben nur 3.000 auf dem Konto. Ja, dann müsstest du vielleicht erstmal Geld verdienen. Ich mache gerade wieder Gras. Du könntest einfach mal Gras sammeln. Also hier. Ich könnte Gras sammeln. Du kannst meine Ernte wegfahren, dann kriegst du schnell was. Oh, wo ist sie denn? Toll, dann macht er lieber als Gras sammeln. Was soll denn das? Wo ist denn deine Ernte? Wo steht denn der Anhänger davon? Hier bei Feld 11 ganz vorne. Also einfach vor ein Teil davor. Wollten wir nicht über Drogen reden? Hattest du das Thema nicht bei dir, Drogen? Cannabiskonsum hatte ich. Ach so. Drogen im Allgemeinen. Also beziehungsweise die Legalisierung von Cannabis hatten wir. Ja, Drogen im Allgemeinen hatten wir sogar schon mal angesprochen. Wir haben über Rauchen geredet und hatten über Alkohol geredet. Und ja, nee, ich rede schon eher von den Extremdrogen. Kakao. Also, ja, fängt auch mit K an. So der richtige miese Shit. Ja, den schniefst du dir mal, ne, den Kakao. Und dann wundert sich immer, dass eine Nase braun ist. Dann lächelt er dabei. In der Schule hatten wir eine Drogenberatung. Ach, echt? Wirklich? Und? Hatten die gute Drogen? Ja, ich weiß nicht, wer den Namen gewählt hat. Drogenberatung ist wirklich, ne, wenn er komplett vorurteilsfrei rangehst, dann denkst du so, oh, geil, Alter, Drogen, krieg ich gute Beratung, weil ich Drogen nehme. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also wir sind damals zusammen alle in die Stadt gegangen, zu deren, die hatten da irgendwo Räume gemietet, die Drogenberatung, und haben da halt Schüler unterrichtet in Drogenkunde, keine Ahnung. Drogologie. Drogologie. Karl Drogo. Ja. Und hat's dir was gebracht, Miri? Nein, also haben die denn die Hardcore-Drogen gemeint oder hatten die nur von. Ach, die haben nur gesagt, dass Drogen schlecht sind und sagt Nein zu Drogen. Die haben dir nichts erzählt. Ja, Drogen, nein, nein? Die haben dich nicht beraten, welche Drogen die besten Einsteigerdrogen sind und so. Beste Einsteigerdroge ist die Kippe. Ah. Ganz einfach. Also ich muss sagen, leider. Die beste Einsteigerdroge. Leider wirkt Zucker halt auch fast wie eine Droge, ne? Ja. Also gar keine so eine schwache. Zuckerkonsum gehört da auch mit dazu, definitiv. Das eine zerstört deinen Körper über längere Zeit, wenn du es konsumierst. Du zündest es regelmäßig an und du atmest es ein. Und das andere zerstört deinen Körper über längere Zeit. Du kochst damit und du führst es in deinen Mund. Also es ist Zucker und Nikotin, beziehungsweise Zucker und Zigaretten, fangen beide mit Z an, haben beide die gleiche Wirkung am Ende des Tages. Das eine ist nur, die eine schmeckt besser als das andere. Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das schon eine gewisse Doppelmoral, über die eine Sache zu reden und Zucker dann komplett zu verharmlosen. Zucker ist natürlich auch super gefährlich. Aber, oh Gott, ich wäre gerade fast mit dem LKW frontal in den Bach gefahren. Nein, ich habe einfach so random beim Weggucken einfach die ganze Ernte auf der Straße verteilen. Ja, so. Und, nee, dann, und dann willst du es aufheben, nö, das Grundstück gehört dir nicht. Oh nein, ich bin schon wieder an dem Hafen, wo ich das letzte Mal hängen geblieben bin. Du musst eigentlich überall so Stahlseile spannen auf deinen Grundstücken oder auf der Straße davor, dass die anderen, die dann mit ihren LKWs vorbeifahren, mit der Ernte drüber fallen und ihre Ernte auf deinem Feld verteilen und dann gehört alles dir. Ah, darfst du nicht aufheben, ist meins. Ja. Wenn die irgendwas verlieren, was du nicht haben willst, so musst du aufheben, sonst verklage ich dich wegen Umweltverschmutzung und Hausfriedensbruch. Oh, aber Umweltverschmutzung, das ist ein schönes Thema. Hey, wir hatten noch gerade ein gutes Thema, Drogis. Ah, okay, dann reden wir weiter über Drogen. Ja, bin ich geil. Hattet also ihr oder habt ihr im Freundeskreis Leute gehabt, die damit wirklich hypothetisch in Kontakt gekommen sind? Oder hattet ihr vernünftige Freunde? Siehst du gar nicht aus. Also mit Drogen meinst du nur die harten Drogen und nicht also Alkohol? Also pass auf, genau, lassen wir mal Alkohol, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine harmlose Droge ist, aber ich glaube nicht mal, dass die harmlos ist. Alkohol und Rauchen lassen wir jetzt einfach mal weg und damit meine ich halt das klassische Rauchen, nicht aber Marihuana. Marihuana. Gut, Bad-Word-Filter von YouTube jetzt das gut Wort. Umgangen, ja. Ja, Wortfilter hier, Uploadfilter umgehen, ne? Du musst das. Ein Ford muss das. Also, ich hatte Erfahrung damit gemacht von Kollegen und Freunden. Ich hatte sowohl Leute, die gekifft haben oder sehr viel kiffen, die auch wirklich, ich habe auch einen Grundkiffer so als einen meiner besten Freunde, der so den ganzen Tag über theoretisch auf dem Zeug gehangen ist. Der ist auch letztendlich dann leider Pothead geworden. Also, das heißt leider ein Pothead geworden. Was heißt für die Pothead? Was machen die denn? Die Problematik ist ja manchmal, dass Leute, die extrem viel kiffen, eben nach und nach die Zielstrebigkeit im Leben verlieren und eher auf Passivität rumsitzen wollen, als aktiv irgendwas zu gestalten.
ist jetzt mal ganz vage ausgedrückt. Ich dachte, das hätte was mit Harry Potter halt zu tun. Na gut, okay. Nee. Und das ist halt leider Gottes bei dem passiert. Das ist aber trotzdem immer noch ein cooler Dude. Ich meine, jetzt ist er cooler als vorher, weil er raucht ja Kappa. Aber ja, das hatte ich schon. Ich weiß, dass ein paar Leute aus meiner Familie früher in der Vergangenheit schon mal gekifft haben, zum Beispiel auch. Härterer Drogenkonsum war im Freundeskreis zwar vorhanden, auch bei bekannten älteren Weisen und sowas, aber ich persönlich hatte damit jetzt selber keinen großartigen Kontakt. Hat man dir es denn mal angeboten? Man hat mir mal einen Joint angeboten, ja. Aber das außer ein Joint, ja gut, das nee, ist ja... Nee, das ist... Das, ich glaube, das kannst du komplett knicken. Die Leute sind auch nicht so blöd gewesen und haben mir das wirklich offensichtlich ins Gesicht gehalten. Also man hat es mitbekommen, aber diese offensichtlichen Sachen hatten sie sich dann doch ganz gerne gegönnt, dass sie das lassen. Ja gut, okay. Nee, aber ich zum Beispiel hätte nicht mal die Chance gehabt zu kiffen. So, ich hatte keinen und kenne auch... Oh, du hattest keine Freunde, die dir das angeboten haben. Fies. Gut, Miri, dann erzähl du mal deine Story. Ich hatte auch keine Freunde, genau. Nein, also, da ich nicht mal rauche, ja, weil ich das einfach sehr eklig finde und meistens sogar eher Kopfschmerzen davon kriege, bin ich auch nie in die Versuchung gekommen, da mal was Härteres auszuprobieren, weil ich noch nicht mal weiß, wie das Gefühl ist, eine Zigarette im Mund zu haben. Keine Ahnung, weiß nicht, wie sich das anfühlt und dann weiß ich erst recht nicht, wie das ist, mal an einem Joint zu ziehen. Ich wüsste nicht mal, wie ich das richtig machen müsste. Wahrscheinlich würde ich reinpusten. Der ja, wäre bestimmt richtig. Joint reinpusten. Ja. Okay. Pustet da rein. Die ganze Joint fliegt um die Ohren, alles da weg. Alle, nein, bin so dumm. Nein, natürlich kriegt man mit, wie sowas funktioniert, aber keine Ahnung, ob man den dann durchzieht auf Lunge oder nicht oder whatever. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom Rauchen. Alkohol hat mich ja auch nie so abgeholt. Warum auch? Und dadurch war ich auch nie so auf Feiern, wo sowas mal angeboten wurde oder war, dass man im Freundeskreis Leute hatte, die sowas hatten. Also ich kenne jemanden, der würde mir bestimmt alles besorgen, was ich will, ja. Aber das war es dann auch schon. Wie wäre es mit einem guten Badwild-Filter für YouTube? Ja, das wäre schön. Ein Upload-Filter vielleicht. Ist Kaffee eine Droge? Ja. Okay. Macht Koffein. Ah doch, stimmt. Ich habe Koffeintabletten mal gekauft. Ja, ich habe Koffeintabletten gekauft. In der Apotheke kriegst du die. Weil wir auf eine LAN-Party gefahren sind und ich bin nun mal so ein Typ, der unglaublich schnell einschläft. Und ich wollte mir die Blamage nicht auf der LAN-Party nochmal geben, dass ich auf meiner Tastatur aufwache. Und nochmal? Da sind überall die Abzeichen der Tastatur auf meiner Backe zu sehen. Das war einmal peinlich genug. Das muss ich nicht nochmal haben. Aber ich habe von der Tablette eine genommen und bin trotzdem eingeschlafen. War vielleicht nicht ganz auf mein Gewicht konzipiert, aber egal. Also, die machen halt auch nichts so, als wenn du eine Überdosis Kaffee nimmst. Tut's ja auch nicht. Ja, Koffein viel. Wirkt ja bei jedem Menschen anders, ne? Das stimmt allerdings. Auch behaupten, dass das ein Glück. Miri, in deinem Freundeskreis, jetzt darfst du erzählen. Meine Mutter trinkt viel Kaffee. Sie hat sich einen Vollautomat gekauft. Ja, für sich alleine. Ja, voll der Angeber. Aber der Kaffee schmeckt gut daraus. Ja. Ich dachte aber eher in die andere Richtung. Ich mag auch Kaffee. Ach. Darauf wolltest du raus? Ja, fast. Vielleicht? Vielleicht. Katze, bist du eigentlich mit meinem Anhänger wieder da? Ja. Ja? Bin ich. Okay. Ich warte hier. Nee, aber ich hatte nicht wirklich Kontakt zu Drogen. Das Einzige, man hat halt mitgekriegt bei uns, also unsere Schule war halt in der Nähe von so einem, weiß ich nicht, Problemviertel würde ich es nicht nennen. Es war halt so ein Problemteil der Stadt, der da in der Nähe war. Und da waren halt Leute aus diesem Teil der Stadt, von denen man dann auch wusste in der Schule, dass die halt ein bisschen dealen, also Gras und sowas dealen. Das wusstest du aber. Ich selber hatte keinen Kontakt damit, nein. Brave Miri. So hätte ich ja auch vielleicht nicht geheiratet. Stell dir mal vor. Ja. Oder ich hätte mich jetzt scheiden lassen. Wenn mir okay. Das ist, dann will ich nicht mehr von Altar ziehen. Ich meine, die raucht schon seit einer Weile nicht mehr, aber trotzdem. Ah. Das sieht man später in den Ring, wie der Baum gewachsen ist. Ich komme nicht hin an den Anhänger. Ich finde ja auch, es ist unglaublich eklig, wenn du mal in so Wohnungen gehst von Rauchern. Und wenn du da irgendwie
erstmal das Haus kernsanieren musst, weil da einer drin geraucht hat, genau wie in Autos. Das kriegst du ja nie mehr raus. Ja, im Auto rauchen ist so eine Sache, ne? An wen verkaufst du das Auto dann? Das will ja keiner, der nicht Raucher ist, dann haben. Ja, ich weiß auch nicht, ob die... Also, es rauchen sich auch nicht alle Raucher im Auto, ne? Nee, das ist nicht. Ich würde das nicht machen, auf gar keinen Fall. Viele haben da eben auch eben die Ablenkung und sowas, die so eine Kippe bringt mit dem Kopf. Also, ist ja ähnlich. Es gibt Leute, die können besser konzentriert fahren, wenn sie eine rauchen, ja, aber es gibt auch Leute, die das wirklich... die Raucherpause dann als eine Gedankenpause auch gleichzeitig sehen, deswegen rauchen sie in ihrem Auto nicht. Die Einnahme ja von Marihuana soll ja aus medizinischen Sichten ja noch irgendwie oder ist ja jetzt teilweise legalisiert worden, ne? Also Marihuana, man muss ganz klar und deutlich dazu sagen, dass alles das in Maße kontrolliert werden kann. Marihuana ist nicht so schädlich, wie die Leute das behaupten. Marihuana wird auch nicht so extrem viele Leute umgebracht haben. Die Leute, die dadurch gestorben sind, sind dann dadurch gestorben, dass irgendwelche Fremdstoffe in dem Stoff waren, den sie sich kaufen mussten, weil er illegal erworben wurde. Also das ist mal das eine. Das andere an Marihuana ist, dass es aus dem amerikanischen Raum her stammte, dass man da einen relativ negativen Eindruck von hatte, weil zu der damaligen Zeit eben Hanf und gerade eben Marihuana damit verbunden einen relativ schlechten Ruf genossen hatte, weil sie eben eine Schmutzkampagne auch gegen das Ganze geführt haben. Hast du gerade eine Garage gekauft? Ja. Was? Cool, ich will auch eine Garage. Ich habe eine Garage gekauft. Und das hast du auf meine Wiese, wo ich gerade Rasenmäher gebaut? Nein, habe ich nicht. Ich habe extra eine Stelle genommen, wo nicht unser Feld ist. Aber das einzige Stückchen, wo wir nehmen konnten. Da hier vor Wiese ist und kein anderes Feld theoretisch kaputt gehen kann, weil wir über Gras so drüber fahren können, geht das easy. Hasse dich. Ein bisschen. Sieht das Ding hier. Ah, okay, sieht hübsch aus. Hast du hübsch gekauft. Wir können da jetzt Anhänger reinstellen, die sonst im Weg standen. Naja, ich finde das ja auch aus medizinischer Sicht gar nicht so verkehrt. Ja, so eine Garage ist praktisch. Ja. die Garage. Das ist eine Medizingarage. Vielleicht habe ich eine Sandburg gekauft. Ah, das was? 171 Baukosten. Sandburg ist wieder am Start, ey. Ach, Leute, okay. Ich würde aber auch sagen, mit der abschließenden Sandburg beenden wir die heutige Folge. Es war ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, ob ihr selber Kontakt irgendwie zu Drogen gehabt habt oder Freunde, die sich da irgendwie nicht zusammenreißen können und das auch relativ offen leben. Es ist immer gefährlich. Ich wüsste nicht, ob ich solche Leute alle meine Freunde nennen könnte. Egal, welche. Oh, das ist krass. Es ist schon nicht so ganz ohne. Also müsst ihr ein bisschen auf euch aufpassen. Aber wie gesagt, es würde uns sehr interessieren. Bitte alles hypothetisch. Ihr seid ja, denkt dran, ihr seid nicht zu 100% anonym im Internet unterwegs. Ja, also passt ein bisschen auf euch auf. Also, solange da keiner schreibt, dass er Drogen vertickt, ist er gut auf der richtigen Seite. Ne? Drogenkonsum ist nicht das Problem. Drogenbesitz ist das Problem. Ja, ja, genau. Nee, Leute, einfach mal... Was haltet ihr von dem Thema? Also es geht wirklich hauptsächlich um die stärkeren Drogen, nicht um Rauchen und normalen Alkohol. Da bist du aber schon alleine deswegen mehr Ärger bekommen, weil du Cannabis unter stärkere Drogen zählst. Ja, also allein was Alkohol anrichten kann. Willst ja, sagen, dass das viele, also wir sind uns bewusst, dass es da auch noch mehr Unterscheidungen unter den jeweiligen Sagen wir einfach, Drogen gibt. Ich meine jetzt nicht Alkohol und Alkohol und Rauchen, weil wir das Thema schon hatten, sondern mir geht es halt mehr um die anderen Drogen, okay? Ist besser formuliert? Okay. Ja. Ohne darüber zu sagen, ob die härter oder schwächer sind, da gibt es wahrscheinlich sagen, nicht sehr Drogen, viele. Kannst sagen, die Drogen, die hier legal sind oder so. Ich glaube, Marihuana kann man im Enchantment Table bis zu Unbreaking 3 verzaubern. Also ist härter. Oh. Das waren die abschließenden Worte von Katze. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Guckt bei Katze und Miri vorbei. Bei Katze gab es gestern eine Folge. Bei Miri gibt es morgen eine Folge. Macht's gut, bis dahin und bleibt für folglich. Tschüss.